Bein hier fest. Anspannen. Anderes Bein. Langsam lösen. Wir wechseln nochmal das Bein. Jetzt einfach nur den Unterschenkel pendeln. Andersrum. Anderes Bein. Wir kreisen locker die Hüfte. Andersrum. Und wir kippen nochmal die Hüfte. Wir gehen schön bewusst ins Hohlkreuz und unter dem Beckenknochen schieben wir das Becken nach vorne. Nach hinten, nach vorne. Wirklich, hier ist der Punkt, wo wir runterschieben. Vor und zurück wechselseitig. Und jetzt versucht man auch nur den unteren.
Okay. Als nächstes nochmal festmachen. Mit dem Oberkörper leicht nach vorne gehen. Das Standbein ist leicht gebeugt. Arme gehen hoch. Und jetzt einfach nur das Bein heben. Wer Probleme hat, darf kurz die Fußspitze absetzen, aber nicht den ganzen Fuß. Also festmachen, hier gerade stehen und einfach nur das Bein klein heben. Wichtig ist, ihr seid hier in der Körpermitte richtig fest. Beinwechsel. Und lösen. Wieder festmachen, ruhig ein bisschen locker in die Hüfte zwischendurch. Wieder festmachen. Knie nach oben ziehen und kurze nur nach oben, dass ihr hier im Po-Bereich schön auf Spannung seid. Knie ist leicht gebeugt. Beinwechsel. Und lösen. Hüfte wieder lockern. Andersrum. Jetzt Knie hoch, kickt nach vorne, absetzen. Knie hoch, kickt nach vorne, absetzen. Bleibt dabei hier in der Hüfte schön gerade, nicht so wegkippen. Knie hoch, zick, jawohl. Hoch, bam. Weg. Zack. Richtig mit Kick, damit die Faszien so ein bisschen angeregt werden. Also nicht so, sondern
Jetzt ziehen wir die Hand runter, komm hoch, Hand runter, hoch, runter, hoch. Versucht dabei, den Rücken schön gerade zu lassen. Nicht abknicken, sondern gerade. Und ausschütteln. Jetzt gehen wir von der Stelle. Ausfallschritt. Kennt ihr meine Lieblingsübung? Rotieren links, rechts, ran. Wenn das rechte Bein vorne steht, rechts, links, ran. Okay, wichtig ist, wenn ihr vorgeht, der Oberkörper bleibt gerade. Okay, los geht's. Thank you.
Beine locker. So, nochmal.